Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir möchten euch heute, so langsam aber sicher geht der Aufbau im Haus los. Davon ist noch nicht so viel auf den letzten Videos zu sehen gewesen, aber wir möchten euch heute zeigen, wie unsere Badplanung aussieht. Wir waren jetzt in der letzten Woche beim Badausstatter gewesen und haben uns unsere Waschbecken, Toiletten, Armaturen, Duschen und Badewannen ausgesucht und sein Angebot geben lassen und dafür mussten wir vorneweg ja eine grobe Planung haben, wie wir das Bad gerne gestaltet haben wollen. Und das wollen wir euch einfach mal zeigen. Zu dem ursprünglichen Plan, den wir erstellt haben, gab es natürlich, wie es natürlich immer bei einer Baustelle gibt, einige Änderungen. Die erkläre ich euch gleich mal, wenn wir gemeinsam auf die Pläne schauen. So, als allererstes befinden wir uns jetzt hier im Erdgeschoss. Ihr seht, dass wir den Badbereich ein bisschen unterteilt haben. Die große Wand ist direkt gegenüber von der Eingangstür und trennt den Duschbereich sozusagen vom restlichen Teil ab. Dahinter haben wir einen großen Duschbereich, der ungefähr 1,40 Meter breit ist und 1 bis 1,20 Meter tief, also die Duschtasse. Und vor der Dusche haben wir einen Badheizkörper installiert und diese kleine Wand zwischen Dusche und Toilette, die haben wir uns jetzt überlegt, die benötigen wir nicht unbedingt und die wird sozusagen in der neuen Planung gar nicht mit auftauchen. Jetzt seht ihr das Ganze mal von oben. Wie gesagt, eine große Dusche, die jetzt hier länglich eingebaut ist, kommt aber eigentlich dann quer hin und an die schmale Kante, dann die Armaturen dran. Es wird eine Regendusche geben. Und wenn man raustritt aus der Dusche, kann man sozusagen direkt dann die Handtücher sich greifen, die aufgewärmten und sich abtrocknen. Und ein Doppelwaschbecken. Das ist eigentlich ja nichts großartig Besonderes. Genau, und nochmal in Schnellansicht. So sieht das Badezimmer im Erdgeschoss aus. So ist es zumindest geplant. Also kaum Änderungen. Jetzt hier in dieser Ansicht sieht man, dass wir die kleine Mauer sozusagen weggelassen haben und dass die Dusche gedreht ist. Das ist also schon ziemlich genau das, wo es mal landen soll. Nun befinden wir uns im Badezimmer im Obergeschoss. Hier sind zweierlei Änderungen aufgetaucht. Zum einen haben wir jetzt eine Eckbadewanne uns ausgesucht und keine so längliche, einfach weil es besser ins Raumkonzept hereinpasst und es platzsparender ist. Somit kommt dort in die Ecke, wo die Badewanne jetzt schon steht, eine Eckbadewanne rein. Und es gibt noch eine Änderung im Toilettenbereich, denn die Toilette wird sozusagen an die Dusche anmontiert. Wir bekommen vor die Dusche, also wie erkläre ich euch das jetzt? Von der Dusche aus gesehen zur Toilette, dort kommt eine Trockenbauwand hin. Und an diese Trockenbauwand wird dann die Toilette installiert. Die Dusche wird ungefähr 1 Meter mal 1 Meter werden und bekommt dann vorne schwenkbare Türen aus Glas, sodass man ganz easy peasy aus der Dusche raus kann und auch wieder rein kann, ohne dass man jetzt übermäßig viel Platz zur Badewanne benötigt, obwohl der natürlich gegeben wäre. Genau, und es gibt wieder ein Waschbecken, ein Doppelwaschbecken, in diesem Fall allerdings nicht, sondern wir haben uns mit dem Kai für zwei separate Waschbecken entschieden, weil wir einfach den Platz an dieser Stelle haben und ein bisschen breiter gehen können. Und uns die separaten Waschbecken deutlich besser gefallen haben als das in der Ausstellung dargebotene Doppelwaschbecken. Und auch ein großer Spiegel, der beleuchtet ist, den soll es natürlich auch geben. Die hier dargestellte Dachgeschossplanung ist die, die eigentlich am meisten abweicht von der, die wir von der jetzt schlussendlich werdenden. Das Einzige, was eigentlich an der Stelle bleibt, wo es jetzt eingezeichnet ist, ist das Waschbecken. Das bleibt tatsächlich an diesem Ort. Die Toilette rückt allerdings an die Stelle der Dusche.
Und die Dusche fliegt aus diesem Raum komplett raus, denn wir haben uns einfach platztechnisch durch die Balken und die Schrägen im Dachgeschoss für eine kleine Badewanne entschieden, die unter die Dachschräge, also sozusagen an die gegenüberliegende Wand von der Tür, kommen wird. Und links und rechts von der Badewanne wird dann mit Hilfe von Trockenbau Flächen geschaffen, in denen man etwas ablagern kann, entweder mit Nischen, das wissen wir noch nicht genau, oder einfach nur zum Draufabstellen von Shampooflaschen und ähnlichem. Den Badheizkörper, der kommt an die Stelle der Toilette und wird allerdings nicht so einer werden, wie er dort zu sehen ist, sondern ein verstellbarer, verschwenkbarer. Den müssen wir uns allerdings nochmal aussuchen, denn wir haben diesen bei der Badausstellung leider vergessen, uns genauer anzuschauen. Aber wir hatten noch ziemlich viel auszusuchen. Wie ihr ja wisst und in vielen unserer Videos schon gesehen habt, liegen unsere Bäder alle drei ja übereinander. Dadurch haben wir sehr, sehr wenige Probleme mit den Anschlüssen. Wir können einfach ein großes Fallrohr von oben nach unten leiten lassen, wo dann alle Abflüsse mehr oder weniger einmünden und es muss nicht noch Haufen durch das ganze Haus verkuddelt werden, was natürlich für die Installation deutlich, deutlich einfacher ist. Bisschen schwierig war es, wie ihr gesehen habt, mit dem Ausdenken, wie es mal im Dachgeschoss aussehen soll. Ich wollte lieber eine Dusche, der Kai wollte lieber eine Wanne. Praktisch war eine Wanne, schön war eine Dusche und so ging es immer hin und her und hin und her. Schlussendlich ist es jetzt die Badewanne geworden, die dort reinkommt, was auch völlig in Ordnung ist. Und es hat sich natürlich auch der Doppelwaschtisch im Obergeschoss, der eigentlich zu 100% feststand, bis wir beim Badaussteller waren, noch abgeändert. Allerdings war dieser Termin nur einer von zwei. Wir haben sozusagen zwei Badausstellertermine und werden diese Woche nochmal zu einem zweiten Badaussteller gehen und uns dort nochmal andere Modelle von Waschbecken und Badewannen und Duschen und so weiter anschauen und uns noch ein zweites Angebot geben lassen, damit wir gut versorgt sind und dann das Richtige für uns auch gefunden haben. Somit kann es durchaus sein, dass jetzt schlussendlich die Waschbecken im Obergeschoss doch ein Doppelwaschtisch wird und nicht zwei einzelne. Aber dann ist es halt so. Am Ende ist es definitiv so, dass wir im Erdgeschoss und im Obergeschoss zwei Waschbecken haben und genug Platz haben, um sich Zähne zu putzen und ähnliche Sachen. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in unsere Badplanung gefallen und ihr könnt euch jetzt so ein bisschen, naja, gestaltischer, ein bisschen plastischer vorstellen, wie das Bad mal aussehen soll oder die Bäder. Und genau, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei und bis dahin, macht's gut!